Wir unterstützen es, weil wir wissen wollen, wie lassen sich Elektrofahrzeuge mit dem Stromnetz in Verbindung bringen. Wie kann man sie nutzen zum Speichern erneuerbarer Energien? Wie sind die Wechselverhältnisse? Das ist das zentrale Thema für uns, weil es natürlich in den nächsten Jahren darauf ankommen wird, die Stromnetze für die erneuerbaren Energien fit zu machen. Sie wird einen großen Teil dazu beitragen, aber sie wird den Verbrennungsmotor natürlich nicht sofort ablösen, sondern wir werden eine ganze Weile unterschiedliche Möglichkeiten haben, klassische Verbrennungsmotoren, die mit Biokraftstoffen arbeiten, der nächsten Generation, Elektromobilität, Wasserstoff wird ein Thema werden. Das ist ein bisschen so wie beim Pferderennen. Sie dürfen nicht nur ein Pferd aus dem Stall lassen, Sie müssen schon mehr rauslassen, denn die Bedürfnisse sind auch unterschiedlich. Aber was wir hier erleben, ist, glaube ich, eine große Innovation, vor allen Dingen auch für die deutsche Industrie.